Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Heute geht es um unsere Cherry Power Kapseln, denn dabei handelt es sich um einen Extrakt aus der Montmorency-Kirsche, genauer gesagt um den Wirkstoff Cherry Pure. Während man in Deutschland viele Kirschbäume findet, wird diese besondere Art der Kirschen nur in den USA angebaut und dort seit 1852 gezüchtet. Und diese Kirschenart wird auch als die Königin der Sauerkirschen bezeichnet. Denn neben Mineralstoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen sind vor allem die Anthocyane und Polyphenole in den Kirschen sehr interessant. Denn die Menge ist so hoch wie bei keiner anderen Kirschsorte. Anthocyane haben mehrere gesundheitliche Vorteile und sind auch für Sportler interessant. Die gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen, genauer gesagt zu den Flavonoiden, die den Lebensmitteln die rote Farbe verleihen. Der Montmorency-Kirsche werden sehr viele positive Wirkungen nachgesagt und einige wurden in klinischen Untersuchungen belegt. Und mit insgesamt über 50 Studien ist sie eine äußerst gut erforschte Frucht und verfügt nachweislich über antioxidative, antikanzerogene, schlaffördernde und antientzündliche Wirkungen. Die Montmorency-Kirsche enthält natürlicherweise Melatonin und fördert damit zum einen einen schnelleren, tiefen, erholsamen Schlaf, aber auch Menschen mit rheumatischen Beschwerden wie Gicht oder auch hohen Harnsäurewerten können von der Einnahme der Cherry Power Kapseln stark profitieren. Denn durch den hohen Anteil der Anthocyane und der stark entzündungshemmenden Wirkung wird die Montmorency-Kirsche in der Medizin sogar mit Schmerzmitteln verglichen. Ihr Extrakt ist nämlich total hilfreich bei Gelenkentzündungen oder auch für Menschen, die viel Sport treiben, wodurch auch immer wieder Entzündungen im Körper und in den Gelenken entstehen können. Für unsere Cherry Power Kapseln wird ein 50:1 Extrakt verwendet, was bedeutet, dass man für 1000 Gramm Extrakt 50.000 Gramm, also 50 Kilogramm Montmorency-Kirschen benötigt. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.